Känguru. So, hallo und willkommen zurück. Wir nähern uns dem letzten Punkt auf der Karte. Ja. Wer hat mich denn derweilen überholt? Das Känguru. Ja, ich hab langsam gelaufen, weil ich war ja das Intro ab am Warten. Ein Mammut. Wo ist der Ping? Da links. Da. Ah, nee, man kann ja nicht pingen. Hab's gesehen. Wie kann man es beim Springen machen, dass man unendlich Ausdauer hat? Gar nicht. Ich hab gerade Alia hier rumspringen sehen. Stelle das Gerät zusammen. Ich bin da. Also mich hast du nicht gesehen. Eins. Tja. Und geht's noch? Ja, du hast ja zusammengebaut. Sieh nach, was passiert. Hilfe, Leute! Was hast du gemacht? Good, it's what they're looking for. What the hell is... Jetzt ist mal zurück. Ja. Zeig mal, was es ist, Alia. Aber nicht hier auf dem Stein, oh Gott, nein. Komm runter. Hier. Ey, Papa, oh, hat gewartet, bis ich nehme, ja, um weiterzulaufen. Das sieht ja sehr interessant aus. Also am besten gehen wir wieder so ein Schneegebiet zurück, oder? Ja, würde ich sagen. Nee, durch die Wüste, dann können wir Reittiere holen. Ja, das dauert zu lange. Okay. Das heißt, Papa, wir können eigentlich... Außerdem wissen wir gar nicht, ob wir überhaupt da rumlaufen können. Da haben wir leider schon einschlägige Erfahrungen mit, ne, Dirk? Ja. Komm, Papa, wir können ja jetzt schon mal umdrehen. So, wir laufen zurück, Für den Raketen. In der Zeit schubt vielleicht noch der eine oder andere Wolf wegen mir. Angriff. Oh. Umsonst so viel Holz gesammelt, wa? Hier kommt das Ding. Ich habe heute mehr Wölfe getötet, als ich je Tiere in diesem Spiel getötet hätte. Mehr Wölfe geflötet? Ja, das auch. Hä, wie schnell wart ihr da? Ab jetzt nenne ich dich Pan. Wen? Pan. Nee, Pan heißt nicht schon jemand. Kenn ich nicht. Er ist doch keine Frau. Check ich nicht, wer ist das? Hilfe. Bist du zu jung für? Ich brauche Aufklärung. Oh, ist ja süß. Wer? Ja. Mammut. Und er wird nicht angeschossen, weil ich helfe diesmal nicht. Oh, er sitzt hier im Schnee. Oh, guck. Oh, nein, ich wollte dich eigentlich gar nicht. Oh, ist ja süß. Oh, ja. Er ist auf mich zugekommen. Ja, ja. Oh, und jetzt bin ich in dem drin. Naja. Ronny? Ja? Hallo? Hallo? Bist du auch in dem drin? Ich war. Na komm. Ich glaub, er kackt uns wieder aus. Blub. Wie lange? Alea gerade so. Ja, ich wollte nicht angreifen, da kann man versuchen. Ich hab drei Schüsse gesehen, Alea. Ja, ich hab kann man einen so gebraucht. Ja. Aber was ich hab drei du gesehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon warm, ne? Julian, wir haben jetzt schon warm. Infizierte Wunde. Aber Ronny, kein Spaß. Als wir in diesem Tier drin waren, wurden wir wärmer. Wirklich. Echt? Ja, ich weiß nicht warum. Okay. Jetzt kann ich schon an der Reibung gelegen haben. Ronny, bist du vor mir? Ja. In dir. Nee, wir waren ja im Mammut. Und in ihm wäre ja auch was komisch. Wie weit fliegt eigentlich so ein Pfeil? Bis er nicht mehr fliegt.
Aber so weit, dass man ihn nicht mehr sieht, ne? Ja. Wartet ihr auf mich? Ich weiß nämlich nicht, wo es lang geht. Ja, immer zum grünen Marker weiter. Scheiße, wieder reingefallen. Auf mal, wo drauf bist du reingefallen? Schneedings da. Auf den Schlitz. Mach. Hä, ist doch einfach. Ja, und ich fall immer auf den Schlitze rein. Ja, es tut mir leid. Ich mag nur mal Schlitze. Wo bin ich hier heute gelandet? Da, wo du jeden Samstag bist. Bei den Schlitzen. Im Möhrenhaus. Ronny, lauf mal vor, ich probier dich zu treffen. Hab schon sonst meine Pfeiler ausgepackt, ey. Ausgekackt? Schade, dass man kein Bündel mehr draus machen kann. Ja, das ist wirklich schade. Warum denn Bündel? Alle ersten meinen Hasen immer noch? Ja. Ich weiß echt nicht warum. Ich weiß nicht warum ich vergiftet wurde. Kann mir jemand sagen, wodurch man vergiftet werden kann hier in der, im Eis? Durch eine Wunde. Etwas essen, was nicht gekocht war? Das Problem ist, ich müsste auch mal langsam was essen. Ich hab nur noch roh. Dann sprich mit uns. Ja, sprich mit uns. Nur sprechende Menschen können geholfen werden. Ich hab mal Hunger. Hallo Danielo, Ronny. Komm, hier. Papa. Hier ich ist Hunger. Weich. Danke. Aber vergiftet bin ich immer noch. Ich warte auf Ronny. Wenn wir aufhören, uns mit Leuchtfallen abzuschießen. Zumindest geht dir dann mal ein Licht auf. Blödi. Nee, im Laufen ist eindeutig schwerer. Ich treff trotzdem. Boom. Ah, dann. Ich hab Ronny getroffen. Sorry, Ronny. Nee, hast vorbeigeschossen. Nein, der steckt in deinem Arm. Ach so, ich dachte, das wäre der hier auf dem Boden liegt. Der das ist meiner von eben, von irgendwann. Oh, ich hab dich sogar zweimal getroffen, aus Versehen. Komm ins Bein, an meinen Arm. Ins Arm? Ins Arm. Was ist das für ein Deutsch? Ins Arm. Wie gut, dass du so gut Deutsch kannst. Ja. Und du dich zusammengerissen hast, weil sonst hättest du Anus gesagt. Ronny, hier ist ein ganz großer Schlitz. Ausgebrochen. Komm mal, Ronny. Hier ist ein ganz großer Schlitz. Ja, stimmt. Müssen wir nicht da runter? Ja, wir müssen nochmal zurück. Hä? Da kann man runter. Hier kann man auch runter. Nee, keine Lust auf Fuß gebrochen. Hab ich nicht. Dauert doch noch 11 Sekunden. Oder 27 Sekunden. Also bei Ronny 27 Minuten. Oh, ist schon wieder verheilt, siehst du? Ich bin runtergesprungen, ohne eine Verletzung, ohne Leben zu verlieren. Dann bist du ja unsterblich. Superman. Das ist ungefähr, ich bin super Lederhose. Er hat eine super Lederhose. Ich. Kann man in diesem Spiel auch Aimbot benutzen? Nein. Du hast doch schon quasi ein Aimbot drin. Ja, du hast so eine. Ich glaube, ich bei allen schlecht Wetter. Mein Aim ist ja Aimbot. Nee, du hast eine Zielhilfe, also du zielst nicht ganz hundertprozentig dahin, wo du schießt. Stimmt, ich schieße immer in die Nase anstatt in den Mund. Also man trifft nur deswegen so oft, weil man ein Aimbot hat.
Ich mag die Leute in Fortnite mit der Aimbot spielen nicht. Die treffen keiner. Nicht jeden Schuss. Dann komme ich und treffe keinen einzigen. Spiel ein vernünftiges Spiel, dann hast du das Problem nicht. Genau, FIFA. Oder Forza Horizon. Forza Horizon? Ja, Forza zum Horizon 4. Oder 5. Guck mal, Ron, ich kann sogar im Laufen treffen. Warte. Getroffen. Guck mal, Ronny. Hast du gesehen? Warst nicht gelaufen. Klar bin ich gelaufen. Die ersten drei Schüsse bin ich gelaufen und hab getroffen. Ronny Schummel, der meinte, ich wäre nicht gelaufen. Ja, warum sind da schwarze Wolken? Darf man da nicht hin? Doch, das ist die Abschlussstelle. Da sind wir eben gewesen. Abschlussstelle, oh. Bitte da langlaufen. Hab mich gerade überholt. Oh, sorry. Ja, ich bin Ronny nicht mehr. Ich guck auf die Karte. Aber muss stehen bleiben, wenn es laufen. Oder gehst einfach Richtung grünen Marker. Alter. Walter. Kommt aus meiner Nase rausgeschnattert. Ja, Lea hat gar schon gestartet. Mhm. Ja. Was hängt ihr auf da hinten ab? Wir hingen wieder in einem Tier drin. Genau. Ich und Ronny zusammen. Ihr müsst Häschen hüpf machen. Nein, wir steckten nun mal im Mammut drin und da wollten wir auch bleiben, weil das schon warm war. Aber das Mammut hat uns ausgekackt. Da hatten wir leider keine andere Wahl und mussten weiterlaufen. Und haben solche Spiele, Kinder. Und dann haben wir das nächste Mammut gesucht. Das letzte Mammut auf der Welt. Ich stecke im Baum fest! Das nennt Money. Das heißt Money. Sit. Wen mögt ihr eigentlich aus Ice Age am liebsten? Julian. Den kenne ich nicht. Ja, der sieht aus wie Sid. Achso, der. Redet nur mehr. Nein, es gibt einen Julian in dem Film. Der mehr redet. Ja. Also mehr als Sid halt. Ich finde, Sid beschreibt einfach mein ganzes Leben. Ob das ein Vorteil ist, das weiß ich nicht, Julian. Hat weiß ich nicht, ob du dir damit mit der Aussage gerade einen Gefallen getan hast. Nee, ganz bestimmt nicht. Das weiß ich nicht. Ist so. Ich beschreibe mein ernstes Leben. Ich lache mich schon. Ich sehe Papa. Ja, mache ich. Räum die Wäsche auf. Frau Fuß. Nee, das muss ich noch machen. Ich hab dort abgesprochen, dass ich morgen kurz weg bin bei den Basteln. Och, Ronny, du sollst ja keine harmlosen Tiere abschießen. Ja, ich muss dich jetzt hochbringen, oder willst du das auf einmal nicht mehr? Ein Schneehase. Was sagst du denn zu mir? Ja, ich bin auch gerade irritiert, Dirk. Bei den Hexen? Also bei Lara mit den Hexen. Wer ist eine Hexe? Alea ist eine Hexe, aber das war ja nichts Neues. Meine Schwester müsste eigentlich um auch. Fängt das an. Und dann gehe ich. Und dann holt ihr mich ab. Und dann bringt mich Papa danach wieder dahin. Das habe ich jetzt so beschlossen. Und was, wenn dein Vater keinen Bock hat? Ist das doof gelaufen? Ja, das ist doof gelaufen, genau. Mann, ausgerechnet jetzt kommt ein Windsturm, ein Sandsturm. In der Wüste. Wie heißt das weiße Zeug nochmal? Sand. Nee. Schnee? Tschüssi. Alea schreit doch noch laut. Hast du schon gestartet? Ja,
jetzt? Und mehr. Alle macht Lärm. Wieso Mission Fehlgeschlagen? Ach, du hast das du hast ja das Teil. Ist egal, dann kriegst du das ja trotzdem. Ja, ich hoffe es. Nein, ich dachte, ich hätte das noch, weil ich hatte es ja eigentlich und ich war gerade voll erschrocken, warum Mission fehlgeschlagen. Ja, nicht, dass wir irgendwas übersehen. Da steht ja, liefere das Gerät zum Landeschiff. Ja, zum Landeschiff von uns. Aber du hast das Gerät ja, deswegen ist sie für mich noch fehlgeschlagen. Aber ich krieg die Dinger trotzdem. Also ich habe hier sonst keinen. Ich auch nicht. Wenn Warte. Julian ja gestartet ist, stand bei dem ja bestimmt auch immer fehlgeschlagen. Wenn du vorher gestartet bist. Muss ja. Keine Ahnung. Sonst muss die Mission leider nochmal spielen. Ja. Geht ja schnell. Wenn man nicht mit mir spielt, ja. Weißt du, Einsicht ist der erste Schritt zur Verbesserung. Lass mich in Ruhe. Nein, so schlimm war es heute nicht. Doch. Was kommt noch? Ja, immer Ansichtssache. Ich habe keinen Plan, wo meine Rakete ist. Guck auf die Karte. Habe ich nicht offen. Wann ich in meiner Rakete? Jetzt hat's geklappt. Ja, ich muss es halt ins Landeschiff reinlegen. Ich gehe jetzt ins Bett, ich bin müde. Woher das Ganze starten? Ja, ich starte. Nee, denn. Ja, nee, ich muss erstmal zu meinem Landeschiff finden. Ach, das war da oben. Ich war schon oben. Ja, ich muss gerade auch einmal nochmal runterlaufen. So, guck mal jetzt, Alea, ob deine Mission als abgeschlossen gilt. Nee, Dirk muss ja starten. Hey, Julian ist ja noch nicht gestartet. Ja, ich komme den Berg nicht hoch. Ja, da musst du einmal rumlaufen. Lass mal. Also ich krieg jetzt eine Mission abgeschlossen. Ja, weil jetzt ja auch die Mission abgeschlossen ist. Ja, dann müsstest du das jetzt aber auch kriegen, weil sonst gehst du lieber nochmal runter zum Planeten und startest nochmal neu. Stimmt wirklich. Wenn das funktioniert, ne? Nein, das funktioniert doch nicht. Ach ja, das funktionierte nicht. Stimmt, deswegen musste ich letztes Mal so lange warten, dass ich gar nicht mehr spielen durfte. Stimmt, da war doch was. Man kann nicht zweimal auf dem gleichen Planeten. Ah, oh, blöd. Gut. Ich hoffe, das ist mein Landeschiff. Zurück zur Station. So, ich hebe ab. Würde ich sagen, nutze ich die letzten Minuten der Aufnahmesession, um schon mal die nächste Mission vorzulesen, damit ihr das schon mal habt. So. Jetzt sind hier die ganzen blöden Punkte. Jetzt sehe ich mein Schiff nicht. Oh, tut mir leid. Also, Station zu Station, verlängerte Untersuchung. Führe eine Langzeituntersuchung durch. Das sagt schon alles. Längere Mission. Betreiber Uniano, Biom Arktis Hintergrund. Der Betreiber benötigt eine Langzeitüberwachung eines Interessengebietes. Diese Mission wird entscheidende Daten über das langfristige Wettergeschehen des Gebietes liefern. Mission: Orte errichte und schütze mehrere Scanner im Gebiet, um Daten zu sammeln. Je mehr Geräte du aktiviert lässt, desto schneller erfüllst du die Mission. Bedingung: dem Auftragnehmer wird Scan-Ausrüstung gestellt, alle anderen Risiken und Materialbeschaffung übernimmt der Auftragnehmer. Erwarte erhöhte Gefahr durch Erscheinen findet man ja genug. Markiert. Ich habe wieder mein Equipment vergessen.
Mir fällt es immer ein, wenn ich runtergesprungen bin irgendwo. Dann fällt mir ein, oh, scheiß, wo ist das Equipment? Das ist nicht meins. Ach so. Ist das meins? Auf jeden Fall direkt Schwefel. Radar und alles mitnehmen? Kannst du ruhig mitnehmen. Also, aber wir müssen ja sowieso an den Punkten bleiben nachher, ne? Ja, so viele genau. Punkte machen wie möglich. Und macht auf jeden Fall Sinn, dass du den Radar mitnimmst und Bohrer und alles. Bohrer habe ich natürlich vergessen. Ist natürlich jetzt blöd. Hätten wir vorher absprechen müssen. Ja gut, wir können die Mission noch abbrechen, nochmal neu starten, ne? Ja, brauchen wir nicht. Dann haben wir halt nur einen Bohrer. Ja. Dann kann der Lea direkt den Radar aufstellen und gucken, wo das ist. Genau. Aber ich schmeiß das Radar dann raus, das muss dann einer nehmen, weil wir müssen ja immer wieder. Und weil ich kann nur Bohrer oder Radar nehmen. Ja, kein Problem. Kannst ja den Bohrer jetzt in der Rakete lassen, den brauchen wir ja erst, wenn wir losgehen. Dirk, wo bist du? Unten am See. Ah, mehr links, okay. Ja, hier war flacher, ne? Es fehlt mir noch einer.